Hi Jeffrey. How do you decide? Wie entscheidest du, ob eine Szene gut war oder nicht? Da kommt viel zusammen, wie die Schauspieler waren, wie die Bewegung im Bild ist, das Licht. Wenn man Glück hat, sieht alles perfekt aus. Also es hängt nicht nur von den Schauspielern ab? Nein, du hast ja gesehen, wie viele Menschen am Set sind, um eine einzelne Szene möglich zu machen. Und jeder Einzelne muss seinen Job perfekt machen. Nur dann ist am Ende die Szene im Kasten. Wie ist die Arbeit mit den Meerjungfrauen? Mal ganz ehrlich, musst du die unterschiedlich behandeln? Ich habe so viel Glück. Die Mädchen sind fantastisch. Sie sind immer vorbereitet, haben Spaß bei der Sache. Sie merken instinktiv, was für welche Szene gebraucht wird. Ob es eine eher lustige Szene ist oder eine dramatische. Es macht also Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Es gibt eine Frage, die ich dir unbedingt stellen muss. Wie gibst du Unterwasseranweisungen? Ja, das ist kompliziert. Die Unterwasseraufnahmen sind so schwierig. Die Mädchen müssen so viele andere Dinge beachten, wie tief sie tauchen. Eine ganz andere Art zu Schauspielern. Manchmal haben wir ein Mikro unter Wasser, dann kann ich sagen, schwimm schneller oder schau nach links. Aber sie können natürlich nicht antworten. Meist gehen wir die Szene durch, bevor sie tauchen. Sie sollen nicht zu lange im Wasser sein. Es ist kalt und anstrengend, also soll es so schnell wie möglich gehen. Es gibt einen extra Trainer für die Unterwasseraufnahmen? Ja, natürlich. Die Mädchen trainieren mehrere Monate, bevor wir die Unterwasserszenen drehen. Sie lernen, die Flossen richtig zu bewegen, sie üben den richtigen Gesichtsausdruck beim Schwimmen zu machen. Man muss ja erkennen, wenn sie besorgt sind oder sich freuen. Das Schwierigste ist aber, mit den Augen die Kamera fest im Blick zu behalten, mit ihr zu spielen. Das ist schwierig, aber die Mädchen haben es echt drauf. That's a real skill, and it's something that you've either got or you don't, and luckily our mermaids do. Oh, das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt ziemlich schwierig. How do you manage to have all the time? Wenn man die Serie so guckt, ist meistens super schönes Wetter. Scheint hier wirklich so viel die Sonne? Es muss doch auch mal regnen. It has to rain here somehow. It does. Ja, es tut's auch. Gerade die letzten Wochen vor dem Start der Dreharbeiten für die dritte Staffel war das Wetter furchtbar. Aber weil das schöne Wetter für unsere Serie so wichtig ist, müssen wir dann den Drehplan ändern. Das heißt, wenn es regnet, wird hier drin gedreht und wenn die Sonne wieder scheint, dann machen wir draußen weiter. Das bedeutet, dass ihr vielleicht das Ende zuerst dreht und dann den Rest? Ja, klar. Wir müssen so flexibel sein, dass wir jeden Tag jede Szene drehen können. Das bedeutet, dass die Mädchen immer wissen müssen, an welcher Stelle wir sind und den Text kennen. Es ist schwierig, aber sie schaffen es. Okay, also viel harte Arbeit, aber macht es auch Spaß? Es ist die tollste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Hi Jonathan. Hey, how are you doing? I'm fine, thank you. How are you doing? I'm very well, thank you. Sag mal, was macht eigentlich ein Produzent? Also ich schreibe die Stories. Ich habe immer wieder neue Ideen und ein Team aus Drehbuchautoren und das hilft mir dann daraus, die jeweilige Folge zu entwickeln. Du schreibst also wirklich an der Geschichte mit? Ich dachte, der Produzent verwaltet nur das Geld. Ja, das mache ich auch, aber Geschichten erzählen macht mehr Spaß. Also kriege ich jetzt Infos aus erster Hand. Was kommt Neues in Staffel 3? Staffel 3 wird auf alle Fälle die größte und beste der drei Staffeln. Ich wollte nicht mehr nur die Geschichte der Superheldinnen, also der Meerjungfrauen, erzählen. Ich wollte es eine Nummer größer haben. Wir waren auf der Suche nach einem richtig großen Abenteuer. Eine Aufgabe, ein Schicksal, das den Mädchen vorherbestimmt ist. Das soll auch erklären, warum die Mädchen zu Meerjungfrauen mit besonderen Kräften geworden sind. Boah, das klingt echt total spannend. Es wird spannend, aber auch gefährlich und ein bisschen gruseliger. Gibt es denn schon Pläne für Staffel Nummer 4? Ja, entweder Staffel 4 oder ein Kinofilm. Sowohl die Mädchen als auch die Jungs würden gerne auf die große Leinwand. Oh, ein Kinofilm, das wäre natürlich toll. Ja, die Schauspieler haben sich alle gut in ihre Rollen eingefunden. Sie fühlen sich wohl mit dem Charakter ihrer Rolle. Sie sind bereit für einen großen Film. Cool. Da warten wir alle drauf. Vielleicht gibt es ja irgendwann dann wirklich einen Kinofilm. Thank you very much. Vielen Dank. Thanks, Driver. Danke, Fahrer.
Das hier ist Doug, er macht das Catering, right? You're doing the catering. Du kochst für die ganze Truppe? Richtig. Für wie viele Leute? Heute sind es 78. Wir haben nicht ein paar Statisten da. Normalerweise sind es so um die 50 Leute. So normally it's around 50, and what with extras, it takes it up an extra 7. Okay. Yeah. Ja klar, es sind natürlich viele Statisten heute, die wollen ja auch Essen bekommen. Was gibt's denn heute? Spaghetti Bolognese und Hühnerbrustfilet mit Kräutern. Natürlich auch Gemüse und Salat. Italian herbs and a bacon and onion topping. Sounds very nice. Yes, plus vegetables and salads, yes. Yeah, is there any special... Gibt's denn auch Sonderwünsche, zum Beispiel von den Mädels? Ja, also einige Mädels sind Vegetarier. Aber sie sind überhaupt nicht schwierig. Manchmal sagt man das Schauspielern ja nach. Die sind also nett zu dir. Ja, sie sind mit Tofu und Gemüse zufrieden. Wer ist denn Vegetarier? Eine Maskenbildnerin und Phoebe. And Phoebe is a vegetarian? Wow. Yes. Phoebe isst kein Fleisch, okay. So. Das sind also die Pilze für Phoebe heute? Ja, das gehört zum Salat. Beans over there. This is going to be a salad, a bean and mushroom salad. Okay. Yep. Well, then you have a. Du hast also noch eine Menge zu tun. Danke für die Infos. Okay. Thank you very much for the information. Pleasure. Bye bye. Cheers. Bye bye. Hier habe ich jemanden getroffen, der schon den ganzen Tag am Set rumrennt. Your job is, du bist so eine Art Techniker, oder? Ja, wir unterstützen die Kameramänner. Was ist denn das hier? Eine Splashbox für die Wasserszenen. Hier kommt die Kamera rein, da vorne ist Glas, dann macht man das Gehäuse am Boot fest. Das Wasser steht dann bis hier. Dann kannst du gleichzeitig sehen, was über und unter dem Wasser passiert. So the camera isn't really inside. Ach, ich habe mich schon gefragt, wie das funktioniert. Was machst du sonst noch so? Hier ist ja echt viel technischer Kram. Ja, ich kümmere mich um die komplette Technik. Wir haben hier Schienen für die Kamerafahrten, wir haben Weitwinkel, Lampen und so weiter. Das heißt, ohne dich würde hier nichts laufen. Eigentlich nicht. Die wichtigsten Männer hier am Set. Thank you very much. No worries. Yeah, cool. Ja, ich hab's geschafft. I can do it. Hast du diesen Glibber eigentlich selbst gemacht? So, you made that, isn't that right? Well, we didn't actually make it. Nein, das Material stammt aus dem Film Matrix. Davor würde diese Substanz chemisch hergestellt. Aber für uns, oder besser gesagt für Bella, ist es ideal. Ja, also du organisierst sowas. Was genau ist dein Job? How's it called? I'm called a production designer. Also ich bin Produktionsdesigner. Ich denke mir die Kulissen aus, suche Tapeten und Möbel. Ich spreche viel mit dem Produzenten, mit dem Regisseur und den Drehbuchautoren. Sie sagen mir, wie sie sich das alles so vorstellen. Ich bin also für den Look der Serie verantwortlich. Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr wichtigen Job. Und wie entscheidest du, was gut aussieht? Naja, es kommt drauf an, was die Produzenten wollen. Und ich lese alle Drehbücher. Ich mache mir dann ein Konzept und versuche das einzubringen, was die Produzenten möchten und zeichne Vorlagen. Dann wird entschieden, ob es so gemacht wird und dann müssen wir die Dinge bauen oder organisieren. Aber woher nimmst du die Ideen? Schaust du dir auch Modezeitschriften an oder Bücher? Look at fashion magazines or where did you get the ideas from? Sometimes yeah, it's looking at. Ich schaue mir wirklich Bücher an, auch mal einen Film oder recherchiere im Internet. Ich suche mir Anregungen und entwickle daraus meine ganz eigenen Ideen. Cool, also er ist ein wirklich wichtiger Mann. Danke fürs Interview. Welcome.